Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Frakta und ich bin in Alien Hellway. Also ich denke, es geht um Aliens. Und wenn ich das rechts unten sehe, Sigma, sind auch die Leute, die auch hier diese Alien-Shooter-Reihe gemacht haben. Gucken wir mal, was das für ein Spiel sein soll. Wir klicken auf Campaign. Welcome to the world of Alien Hellway. Shadow first, you can screw up. Das war ein nach rechts kommen Schnitt. Beispiel. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Okay. Das ist ein Side-Scroller und irgendwie verwirrt mich das Spiel so ein bisschen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, als ob ich hier so ein Tablet-Spiel vor mir hätte. Wir spielen einfach mal weiter. Okay, ich habe eine neue Einheit freigeschaltet.
Nett. Mehr Feuerpower ist wahrscheinlich eine schlaue Sache. Gut, das Level-Design ist jetzt nicht unbedingt so spannend. Also der erntet irgendwie das Zeug hier ab und davon im Prinzip finanzieren wir die Truppen. Okay. Okay, wir müssen erst den irgendwie mit der Erde klarkommen. Also das Spielprinzip ist schon sehr einfach. Grafisch ist es bis dato auch, ist ja ganz posierlich gemacht von den Modellen, aber die Mission, diese Level-Design ist halt schon sehr langweilig, das wiederholt sich halt schon sehr stark.
Ich wusste gar nicht, dass ich bis jetzt welche habe. Wäre aber eigentlich ganz cool, welche zu haben. Ich weiß nicht mehr, welcher Cooldown gemacht. Ach, vielleicht von dem Luftschlag? Weiß nicht. Ne, das ist der Airstrike. Ja gut, das heißt ja vielleicht nur die Wirkung. Ja, ich würde sagen, wir spielen die Erde auf jeden Fall mal durch. Yeah.
Haben uns die Schofsäckel dann nochmal ganz schön zurückgedrängt, oder? Hätte ich nicht gedacht. Grenadier? Warum nicht? Aber... Da das meine wichtigste Einheit im Prinzip ist, mein Frontschwein-Einheit, sollte man die mal vielleicht ein bisschen skillen. Alles klar, die nächste Alien-Landungstruppe haben wir auch plattgewalzt.
Sehr schön, die Erde ist gesäubert. Red Hostile Planet. Das schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Sniper. Gut, finde ich jetzt nicht unbedingt so die notwendige Einheit. Der Machine Gunner fände ich persönlich nützlicher. Da das weiter meine Frontschwein-Einheit ist, wobei... was mit das kann natürlich auch sein, dass damit gemeint ist, wie schnell wie eine Einheit auswählbar ist. Wobei ich gerne wissen würde, wie ich überhaupt an so einen Turm rankomme. Das ist nämlich hier bei den Einheiten nicht zu sehen. Und hier unter den Skills auch nicht. Eine X-Akte. Okay, also wir metzeln uns quasi einmal irgendwie durchs Sonnensystem. Ich denke, wir haben soweit verstanden, was hier abgeht, was wir hier machen. Das ist durchaus unterhaltsam und kurzweilig. Es ist ein sehr, sehr, sehr einfaches Spielprinzip. Es ist auch ein sehr einfaches Level-Design.
Ist trotzdem wirklich vergnügliches Spielchen. Ich habe immer noch den Eindruck, dass das nicht ganz für den PC gemacht wurde, sondern es ist halt wirklich... Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich in der Straßenbahn hocke und langweile mich des Todes und hocke da mit einem Tablet, dass ich sowas dann mit der Vision Buch lesen. Aber es gibt Leute, die würden sowas spielen. Abendfüllend ist das jetzt nicht. Früher oder später kriegt man auch Probleme, glaube ich, mit den Trommelfällen, weil das ist ja wirklich eine extreme Soundkulisse, die man da abbekommt. Ich denke, für Fest Frakt der Games Archiv, ja, für unsere heilige Mission haben wir verstanden, worum es hier geht. Wir wissen jetzt, dass es das Spiel gibt. Wir wissen jetzt, wie es aussieht. Wir wissen jetzt, was wir hier eigentlich machen. Das ist ein sehr einfacher 2D, also 2D mit, ja, im Sinne von, wir haben ja keine Tiefe des Raumes. Ja, die laufen von links nach rechts und darauf haben wir überhaupt keinen Einfluss. Weder auf das... die Schussgeschwindigkeit noch die Laufgeschwindigkeit, die laufen von links nach rechts und metzeln auf alles nieder. Das Einzige, was wir im Prinzip machen, ist noch die Granaten werfen und zwischen den Missionen dafür sorgen, dass die Jungs geskillt werden. Mehr machen wir hier ja eigentlich nicht. Soweit so prächtig. Ich würde weiter zockeln ins nächste Spiel. Ich denke nicht, dass wir hier 10 Videos brauchen, bis wir verstanden haben, was hier abgeht. Ich denke, hier genügt tatsächlich mal wieder eins, ne, zur Abwechslung. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.